So, hi allerseits. Neues Thema, eher so für Insider oder für Menschen, die sich interessieren dafür, was hinter den Kulissen los ist und was hier planungstechnisch notwendig ist, wenn man Seminare macht und Unterkunft mitarbeitet und all solche Geschichten. Es geht nämlich ums Haus und um die Frage, wie viele Menschen hier reinpassen. Wir haben über Ostern das Seminar Lieben lernen gehabt, das mit um die 30 Teilnehmern im Prinzip ausgebucht war. Und wir haben jetzt zwei Seminare vor uns, nämlich in einer Woche beginnt Listing Programs. Ist was eher aus dem Trainings- und Coachingsbereich, wo es darum geht, Informationen aus einer Gruppe herauszufinden, verdeckt zu finden. Hört sich jetzt ein bisschen böse an. Ja, ich will es jetzt nicht groß erklären. Es geht darum, eine Gruppe lesen zu können und mitzukriegen, was braucht die Gruppe, wo fehlen Ressourcen und ähnliches. Und direkt danach, nach dem Wochenende, kommt der Hypnose-Coach für 5 Tage. Und Listing Programs ist jetzt schon wieder sehr an den Grenzen. Der Hypnose-Coach ist dann nicht ganz so voll, aber auch schon ziemlich voll. Und was sind jetzt die Grenzen? Das ist insofern interessant. Wir haben hier, die meisten von euch wissen es, eine Mitgliedschaft. Das heißt, wir verkaufen Großteilseminare gar nicht einzeln als Seminare. Die beiden kommenden Seminare verkauft man zum Beispiel nicht einzeln, sondern da kommen Mitglieder. Die zahlen monatlichen Beitrag und dafür sind sämtliche Seminare, die wir anbieten, inklusive. Da wir inzwischen so viele Mitglieder haben, dass wir kaum Plätze übrig haben, ist die Entscheidung relativ konsequent zu sagen, wir verkaufen die Seminare nicht einzeln. Und hat auch noch sehr große Vorteile, weil eine Seminargruppe, wo sich die Teilnehmer schon kennen, und zwar nicht jeder jeden, sondern wo viele Bekanntschaften drin sind, und trotzdem auch wieder Menschen dabei sind, die man noch nicht kennt, hat eine viel schönere und stärkere Gruppendynamik. Und nur deswegen ist es auch möglich, die Gruppen so groß zu haben, wie es an den Grenzen von dem Haus ist. Ein Wochenende mit 30 Leuten, die sich noch nicht kennen, die das Haus noch nicht kennen, das wird nicht funktionieren. Nur die in etwa 30 Menschen, die kommen, die waren alle schon hier. Viele davon kennen sich untereinander, die kennen das Zusammenspiel, die laufen nicht orientierungslos hier rum, sondern die freuen sich einfach wieder hier zu sein. Die wissen, wie die Sauna funktioniert, wo es abends ein Feuer gibt, wo man sich hinsetzen kann und bleiben einfach wahnsinnig gerne lang zusammensitzen, unterhalten sich. Also von daher, das passt, solange sich die Leute kennen. Jetzt ist unsere Engstelle diesbezüglich aber nicht der Seminarraum. Wir haben einen sehr großen Seminarraum, sondern die Frage, wie viele Teilnehmer wir hier in dem Haus unterbringen können. Und wir haben drei Arten von Zimmern. Wir haben Doppelzimmer, ganz normal mit zwei Betten. Wir haben Einzelzimmer, das sind in der Regel relativ kleine Zimmer. Und wir haben Kuschelzimmer, also relativ kleine mit nur einem Bett. Und die Kuschelzimmer sind im Prinzip so ein Hybrid aus Einzelzimmer und Doppelzimmer, nämlich es gibt nur ein Bett, das ist allerdings größer und da können Pärchen rein oder Menschen, die einfach kuscheln wollen. Und natürlich ist es, ich will nicht sagen aus der Not geboren, aber es geht darum zu optimieren. Ein Pärchen mag in der Regel nicht so gerne zwei Einzelzimmer, sondern freut sich, wenn die ein Bett haben, wo sie zusammen drin liegen können. Und uns gibt es die Möglichkeit, Zimmer, wo keine zwei einzelnen Betten reinpassen, trotzdem doppelt zu belegen. Und wenn wir das alles betrachten, haben wir so ein Maximum von etwa 30 Teilnehmern im Haus. Das würde bedeuten, jedes Einzelzimmer mit einer Person belegt, jedes Kuschelzimmer mit zwei Personen und auch jedes Doppelzimmer mit zwei Personen. Dadurch, dass wir allerdings das Seminar nicht einzeln verkaufen, ist die Frage, was machen wir, wenn sich ein Teilnehmer anmelden will und das ausgebucht ist. Für uns macht es finanziell keinen Unterschied, weil wir ja, wenn wir einen Teilnehmer mehr im Seminar haben, nicht mehr Geld kriegen. Als Mitglied zahlt er ja seine monatliche Pauschale und alles ist inklusive. Dennoch habe ich, oder gerade deswegen habe ich aber doch den Anspruch zu versuchen, jeden Teilnehmer unterzubringen, der das will, weil er hat ja im Prinzip schon bezahlt. Und auch wenn sich manche extrem spät erst anmelden, was ich immer sehr schade finde, weil es das Planungsmöglichkeiten nimmt, sitze ich dann da und überlege, wie kann ich jemanden noch unterbringen. Und
jetzt merke ich, wie spannend das ist. Wir sind jetzt gerade so in der Nach-Corona-Phase. Wir haben 2 Jahre nur eingeschränkten Betrieb gehabt mit vor allem sehr stark verkleinerten Gruppen. Und jetzt kommen viele, die Sachen nachholen wollen, die sie vor ein paar Monaten oder letztes oder vorletztes Jahr noch nicht machen konnten. Und dadurch ist gerade so eine Hochphase. Und Seminare, insbesondere die Seminare, die nicht regelmäßig oder nicht häufig stattfinden, die sind ja ausgebucht. Bei den praktischen Ausbildungen ist das anders, by the way. Die NLP-Ausbildung, die begrenzt man normalerweise auf so etwa 12 Teilnehmer, weil dann neue Teilnehmer kommen. Und mit einer neuen Gruppe will ich nicht so weit in die Größe gehen. Gleichzeitig haben wir auch viel mehr Termine für praktische Ausbildung. Da ist es also entspannter. Es geht um die speziellen Sachen, die nur einmal im Jahr stattfinden. Und jetzt ist die spannende Frage, wenn jemand nicht das von ihm gewünschte Einzelzimmer kriegt, ist er dann immer noch an dem Inhalt interessiert? Oder ich biete dann auch an, wir haben 3 Zimmer, die ziemlich groß sind. Das sind die Zimmernummern 19 und 11. Große Zimmer, große Doppelzimmer mit einem Balkon, wo sich problemlos noch ein Bett reinstellen lässt. Und wir haben auch noch auf dem Dachboden das eine oder andere Bett liegen. Wir haben ja zwangsläufig in so einem großen Haus, braucht es auch ein bisschen Vorrat, falls mal was durchbricht. Und hier und da ist halt was auf Lager, auch Matratzen. Das heißt, wir können relativ einfach noch ein drittes Bett in ein Doppelzimmer reinstellen und die Doppelzimmer sind dafür auch groß genug. Speziell diese 3 Doppelzimmer sind groß genug. Und wenn ich dann merke, okay, ich biete an, das Seminar ist eigentlich schon voll, aber du kannst in ein 3-Bettzimmer gehen und mitmachen und es dann Leute gibt, die sagen, nee, dann komme ich nicht. Dann frage ich mich oft, was bedeutet das? Was steckt dahinter? Wenn jemand für sich entscheidet, also mir ist der Inhalt wichtig, aber mir ist mein eigenes Zimmer wichtiger als der Inhalt, dann trifft er eine Entscheidung darüber, was er in seinem Leben macht oder worauf er die Priorität legt. Als ich bei meinem ersten Trainertraining war, bin ich damals zu Richard Bandler nach London geflogen. Später war ich immer in Orlando, über lange Zeit. In London allerdings, ich bin damals hingefahren, ich hatte überhaupt kein Geld. Ich habe um die 100 Pfund, glaube ich, einstecken gehabt, für 9 Tage, die das damals ging. Und ich hatte noch keine Unterkunft. Ich habe einfach für mich ganz klar entschieden, ich will dahin, ich will in das Trainertraining und über die Unterkunft mache ich mir hinterher Gedanken. Zur Not hätte ich mir von 100 Pfund einen Schlafsack kaufen müssen und hätte unter irgendeiner Brücke geschlafen. Das war aber für mich die Priorisierung. Ich wollte auf die Trainerausbildung und für mich war daher die Frage, wo schlafe ich, sekundär. Hier habe ich dann versucht, den Rahmen so schön wie möglich zu bauen für die Teilnehmer im Sinne von, ja, wer hier Mitglied ist, der hat inzwischen auch Unterkunft und. Das hat sich über die Jahre aufgebaut, wo ich auch die Stolpersteine, die ich früher hatte, möglichst umgehen wollte. Nämlich die Frage, wenn jemand das Geld zusammenkratzt, um ein Seminar zu machen, was ihm wichtig ist und das bei ihm knapp ist mit dem Geld, dann will ich nicht hinterher einen Zeigefinger heben und sagen, ja, du musst jetzt aber noch die Unterkunft bezahlen und du musst noch das Essen bezahlen und. Das Essen ist zwar nicht inklusive, aber die Küche ist inklusive. Das heißt, jeder kann sich kochen, was er will und kann zur Not mit einem Päckchen Nudeln für 1 Euro sich wohlfühlen. Das passiert in der Regel nicht, weil in der Regel die Gruppen zusammenkochen. Allerdings ist es halt nicht die Kosten, die man hat, wenn man irgendwann in ein Restaurant geht und ähnliches. Sprich, solche Stolpersteine will ich ja alles rausnehmen, um allen möglichst viel Rahmen zu geben und vor allem nicht herzugehen und zu sagen, mir geht es hier darum, jeden Cent rauszuschlagen oder ähnliches. Und jetzt kommt genau diese spannende Geschichte. Wenn ich mir den Arsch dafür aufreiße, um jedem, der am Seminar interessiert, die Teilnahme möglich zu machen und jemand dann sagt, mich interessiert die Teilnahme, aber wenn ich kein Einzelzimmer haben kann, dann komme ich nicht, dann stelle ich mir die Frage, was passiert da gerade oder was, ich meine, ich respektiere es, verstehe mich nicht falsch, ich respektiere das absolut und gleichzeitig, ja, damit treffen Menschen Entscheidungen darüber, was ihnen im Leben wichtig ist. Ich habe mich entschieden, das jetzt so zu machen, weil ich habe bei den vollen Seminaren Mails verschickt und allgemein gefragt, wer ist denn bereit, in ein 3-Bettzimmer zu gehen, also von den Teilnehmern, die schon angemeldet sind, die ein Doppelzimmer schon zugesagt haben oder auch ein Einzelzimmer. Und die Zahl der Teilnehmer, die dann sagen, aber
Ich würde auch ein Dreibettzimmer nehmen, wenn es dafür möglich ist, dass noch jemand teilnimmt. Ist sehr gering. Das heißt für mich technisch, ich muss die Seminare anders planen. Ich kann an der Stelle, wo ich weiß, Teilnehmer bestehen auf ihre Doppel- und Einzelzimmer, nicht mehr bis zu 30 Teilnehmern gehen. Einfach logisch von der Rechnung her. In dem Moment, wir haben im Haus insgesamt, ich glaube, 5 oder 6 Einzelzimmer, ich weiß es nicht genau. Ungefähr. Wenn ich 10 Teilnehmer habe, die ein Einzelzimmer wollen, heißt das, da sind auch einige Doppelzimmer blockiert, in die ich normalerweise 2 Teilnehmer unterbringen könnte, aber in die jetzt ja nur eine Einzelperson reingehen kann. Und deswegen muss ich die Seminare früher als ausgebucht markieren, kann keine Anmeldung mehr zulassen. Jetzt ist meine Überlegung herzugehen und zu sagen, okay, dann frage ich doch mal ganz allgemein, wer ist bereit, wenn es kritisch wird, und zwar wirklich nur dann, wenn ein Seminar überfüllt ist, in ein Dreibettzimmer zu wechseln. Und grundsätzlich, es geht nicht um ein einzelnes Seminar, es geht um das Grundsätzliche. Und all die Teilnehmer, die bereit sind, auch in ein Dreibettzimmer zu gehen, die haben die Möglichkeit, sich auch dann noch anzumelden, wenn das Seminar ausgebucht ist. Dadurch hoffe ich, beide Seiten erfüllen zu können. Dadurch habe ich nämlich auf der einen Seite die Möglichkeit, dass ein Teilnehmer, der sagt, er will auf jeden Fall sein Doppel- oder Einzelzimmer, dass der früher erfährt, es ist jetzt ausgebucht. Und auf der anderen Seite, dass ein Teilnehmer, der sagt, hey, ich finde ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer zwar schön, aber im Zweifel ist mir der Inhalt wichtiger, dass der sich auch dann noch anmelden kann, wenn es diese Unterbringungsmöglichkeiten nicht mehr gibt. Was ich nur vermeiden will, ist, dass jemand sagt, also ich bestehe zwar auf mein Einzelzimmer, aber wenn es gar nicht anders geht, dann gehe ich auch in ein Doppel- oder Dreibettzimmer. Weil dann würde das nur für einzelne Seminare gelten. Ich will das aber grundsätzlich machen. Ich will grundsätzlich sagen, wer bereit ist, im Zweifel auch zusammenzurücken, damit mehr Teilnehmer unterkommen, der hat auch den Vorteil, er kann sich dann noch anmelden, wenn es schon voll ist. Und auf der anderen Seite der Teilnehmer, der sagt, hey, ich will mein Doppelzimmer und ich bin nicht bereit, grundsätzlich beiseite zu rücken, zusammenzurücken für andere Teilnehmer, der muss dann damit leben, dass es vorher ausgebucht ist. Ich will mal so hinzufügen, wir sprechen nicht davon, dass hier fast alle Seminare völlig überbucht sind. Wir sprechen in diesem Jahr von 3 Seminaren, nämlich Lieben lernen, Listing Programs und zur rechten Zeit am richtigen Ort im September. Es war noch nie so weit vorher ausgebucht wie jetzt für September. Also wir kommen an diese Grenze. Wir haben bisher aber noch immer alles ohne Dreibettzimmer erledigen können und wir haben bisher immer noch jeden unterbringen können, den wir unterbringen wollten oder der an dem Seminar teilnehmen wollte. Der Grund, warum ich das jetzt auf den Tisch bringe, ist, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Ich habe das erste Mal ein Seminar, was haben wir? Mai, Juni, Juli, August, September, was 4 Monate vorher ausgebucht ist, was mich schon positiv überrascht, aber eben überrascht und was mir das Gefühl gibt, ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Spielraum. Und ich glaube, es macht Sinn, rechtzeitig drüber nachzudenken. In der Regel haben die Teilnehmer die Auswahl, wenn sie sich rechtzeitig anmelden. Ist gar kein Thema. 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate vorher, es ist völlig entspannt. Das Problem entsteht eigentlich nur bei den Teilnehmern, die erst 1 oder 2 Wochen vor dem Seminar kommen und sagen, jetzt würde ich aber gerne noch. Und diese beiden Sachen passen halt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen, dass jemand spontan eine Woche vor dem Seminar sagt, ich will noch dazukommen, ist noch ein Platz frei. Und ich sage, ja, wir kriegen noch irgendwie unter. Und der dann dazu sagt, aber ich will unbedingt ein Einzelzimmer. Das kann ich nicht beides immer erfüllen, logischerweise. Und wie ich damit umgehe, wenn ich an die Grenze komme. Ich werde also wahrscheinlich demnächst eine Mail verschicken an die Mitglieder und denen sagen, wenn du grundsätzlich bereit bist, in ein Dreibettzimmer zu gehen, wenn es eng wird, dann hast du die Möglichkeit, dich trotz ausgebuchten Seminar noch anzumelden. Und wenn du sagst, nein, du willst auf jeden Fall dein Zimmer, deine Unterkunft so wie geplant, auch alles okay, dann kümmere dich bitte früher drum, melde dich früher an, weil dann stößt du eher an die Grenze, dass ein Seminar ausgebucht sein wird. Und eigentlich finde ich das einen fairen Weg, oder was meint ihr?